So, hallo meine lieben Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Gefriendzoned mit der Inka. So, mal starten. Kapitel 9. Ja. Es ist 21 Uhr und der Himmel war noch nie zuvor so sternenerleuchtet. Ihr lauft extra langsam, um den Moment zu verlängern. Okay. Der atmet so. Der Himmel ist schön. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Himmel der größte Schatz ist, aber die Menschen werden das nie begreifen. Was du sagst, ist schön. Ich genieße diesen Augenblick. Wenn niemand mehr spricht, wenn die Lichter langsam ausgehen, und nur der Wind flüstert in deine Ohren. Ihr geht an einem Friedhof vorbei. Jetzt ist es nicht mehr so schön wie vorher. Brain? Hallo Leute. Oh, du bist bei dem Kerl, über den Eva immer gesprochen hat. Inka, ja, das ist dein Name. Du wechselst deine Mails wie ein Anziehsachen. Hau ab. Ich bin voll wie ein Zombie. Glaubst du, ich höre dir zu? Wie witzig ist das denn? Okay. Tschum, tschum, tschum. Hey, Alter. Boing. Witzig, wir haben ihn K.O. gehauen. Wer hätte es das sein lassen sollen? Du hättest da sein sollen, statt mir in jener Nacht, als Eva verschwand. Okay. Zusätzlich zu seinem das drösen Date mit Eva und den Anzeichen dafür, dass er wusste, dass du mit ihr zusammen warst, dachte Brain, er würde dich. Oh. Hey Leute, das war's jetzt? Ey, was ist hier nicht ganz richtig gelaufen, glaube ich. Ja. Hä? Anscheinend ist das Spiel zu Ende. Und ich verstehe gerade nicht, warum. Ich fand dieses Ende, das Abschnitt irgendwie total doof. Jetzt hatte ich hier gerade ein Video. Deshalb habe ich euch auf Pause gestellt und jetzt ist das Spiel vorbei. Das ist für mich irgendwie unlogisch. Naja, ich schaue es mir an. Sollte es so sein, sehen wir uns bei Gefriendzoned 2 wieder.